Rettungswagen, Feuerwehrleute mit Atemschutz und viel Blaulicht auf dem Schulhof. Zahlreiche Schulkinder hatten über Juckreiz an den Armen geklagt. Aufgrund der Symptome hatte die Rettungsleitstelle vorsorglich einen Großalarm ausgelöst, sagte Andreas Gremmel, leitender Notarzt am Einsatzort. Es waren Juckreiz im Bereich der Unterarme und der Ellenbeugen. Und natürlich ist das sekundär noch stärker geworden. Wenn man kratzt, dann fängt es nur mehr an zu jucken und dann gibt es auch rote Stellen. Und das hat in der Summe auch ein bisschen Panik ausgelöst. Aber so rein medizinisch war das in keiner Weise gefährdend und letztlich auch sehr gut rückläuft die Symptomatik. Also nichts Schlimmes in dem Sinne. Rettungskräfte untersuchten die betroffenen Kinder. Danach wurden einige von ihren Eltern abgeholt. Was nun genau den Juckreiz auslöste, war zunächst nicht bekannt. Der Notarzt schließt aber eine allergische Reaktion auf Putzmittel oder Juckpulver auf den Tischen nicht aus. Musik.